Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Hoppala. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Müssen wir euch mal rausholen. So. Und zwar hat mir Venom noch ihr normales Headset geschickt. Ich hatte ja mal diese mit einem Teil und dann hier halt nix, dieses Chat-Headset gezeigt. Und ja, jetzt haben sie mir das nochmal geschickt, dass ich das nochmal zeigen kann. Weil ich mag diese Chat-Dinger mag ich nicht so. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt packen wir das erstmal aus. Ach so, hier ist noch Plaster drum. Ich wundere mich, warum es nicht aufgeht. Ist noch zugeklebt. So, jetzt dürfte es aber aufgehen, oder? Ja. Jetzt geht's auf. So, einmal Pappe. Und einmal ein kleines Headset. Ist auch ziemlich leicht. Ja, und das war's schon fürs Unboxing. Hier ist ja gar nichts großartig drin. Der Kabel ist schon festgemacht. Der sieht aber wenigstens schön lang aus. Oh, hier, warte. Der sieht schön lang aus. Wir haben einen Adapter mit bei. Für Xbox-Controller, glaube ich. Steht da auch was dran? Ja, Xbox 360 only. Ja, ist nämlich so ein kleiner mit bei. Ja, da können wir Hardware gleich mit zusammen machen. Da wäre doch Quatsch, wenn wir da zwei Videos machen. Weil so viel ist da jetzt nicht mit drin. Also leicht sind sie. Wirklich sehr, sehr leicht. Matt. Hier ist das Mikrofon. Ich mache mal nach oben, dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Wo sind hier rechts und links? Rechts und links ist egal, oder wie? Geht das immer rum? Ne, rum geht's nicht. Brauchen Sie nicht rechts, links schreiben. Mikrofon muss ja nach vorne. Also rechts, links steht hier wirklich nicht drauf. Oder es steht irgendwo, wo ich es nie wieder nicht sehe. Aber ich sehe es nicht. So. Jetzt setzen wir das mal auf. Ja, Plaste. Also Mikrofon geht bis nach unten und hoch und dann kann man immer wegschieben. Ist biegsam? Ja. Ist gut biegsam. Dann haben wir hier einen schönen langen Kabel mit bei, den wir halt für mit einem Adapter für Xbox haben. Habe ich erst. Braucht man dann ja abmachen, kann man einen PlayStation-Controller reinmachen. Und hier halt Xbox, ich weiß gar nicht, hat der neue Xbox-Controller für die Xbox One, hat der eigentlich auch ein Mikrofon, einen Kopfhörereingang am Controller? Das weiß ich nicht, das müssten mir die Xbox-Leute mal sagen. Dann haben wir ein Bedienteil. Mute, Mic, On. Achso, ganz nach unten ist Mute. Und nach oben ist Mic on. Und dann haben wir ein Drehrad. So. Und da ist die Spange. Dass man sich das dann hier so ranmachen kann am T-Shirt. So. Dass man dann halt hier schnell rankommt zum Stellen. Habe ich eigentlich noch nie benutzt. Auch bei meinen anderen Headsets habe ich es nie benutzt. Ich lasse das immer baumeln. Ja, also sehr leicht. Ein bisschen Druck hat es drauf, ja. Man kann sie nicht nach links und rechts drehen. Die Polster sind so gut. Aber ja,
auch hier der Bedienteil, Plastik, dünnes Plastik, so wie es aussieht. Also die werden jetzt nicht den brachialen Sound haben, denke ich mal. So wie wir gewöhnt sind oder kennen. Das werden halt jetzt nur welche sein, wenn man mal schnell, was weiß ich, eine Runde, zwei Runden online spielen will, sonst hat man eine gute Soundanlage am TV oder was weiß ich. Oder eine gute Soundbar. Und man will ab und zu mal, ja, und man will ja dann, wie gesagt, was ich euch gesagt habe, wenn man nur eins hat und da praktisch nur der Chat drüber kommt, dann läuft der Sound ja über den Fernseher, beziehungsweise über die Anlage und es gibt dann immer Rückkopplung und das finden die anderen Leute in der Party nicht gut. Nehmt euch da bitte ein Beispiel dran. Oder auch wenn man mit einem Handy die ganze Zeit sitzt und da irgendeine Musik drauf laufen lässt, das kratzt im Mikrofon. Das finden die Leute im Chat nicht gut. Und dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn sie euch beleidigen, dass ihr die Scheiße ausmachen sollt oder so. Oder wenn ihr das Mikrofon nicht benutzt. Ja, wenn ihr einfach die Kopfhörer aufhabt und irgendwas zu Hause anhabt oder eure Mutter blickt im Hintergrund, dann macht, wenn ihr das nicht benutzt, macht das Mikrofon aus. Das muss nicht die ganze Zeit an sein. So. Also ist sehr leicht. Also ich glaube nicht, dass es so guten, also nicht so diesen 5.1 Sound hat. Das wird ein ganz normales Stereo-Headset sein. Das wird Sound machen, aber es ist jetzt halt natürlich preisklassenmäßig ist es natürlich weit unter dem G933 oder Astro oder wie sie alle heißen, angeordnet. Darüber, da müsst ihr euch dann im Klaren sein. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt so an sich kosten wird. Aber die Form finde ich gut. Also wenn ihr das jetzt so von der Seite seht, seht ihr das, dass das so ein Stück hier nach vorne kommt? Die meisten sind ja gerade und das kommt hier so ein Stück nach vorne. Also das finde ich sehr gut. Wartet mal kurz. So, ich habe jetzt mal nochmal schnell rausgesucht. Ich habe jetzt einen Karton gefunden, also bei Amazon was gefunden, das ist das Nighthawk. Stereo Gaming Headset steht auch da, aber der Karton sieht anders aus und das Mikrofon von dem sieht ein bisschen anders aus und der Regler sieht auch ein bisschen anders aus. Also so ist es bei Amazon Deutschland. Der Preis ist aber in etwa gleich. 17, ich weiß nicht, wie heißt das Pfund? 17, noch was Pfund in England, das Originale, so wie ich es hier habe. Und das kostet 16,99 gratis Premium Versand, also für Prime-Mitglieder, ja, also Lagerstrecke. Also ein gratis Versand haben wir auch. Also da seht ihr, 16,99 kostet es. Aber wie gesagt, da ist komischerweise ein anderer Karton. Ob sie den jetzt nochmal refreshed haben oder so, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Jedenfalls ist es ein anderer Karton. Ich kann es ja mal einfach an mein Handy anschließen und dann gucken wir mal, wie der Sound kommt. Bluetooth aus. So. Ich höre mir jetzt einfach mal mein Outro an, das was jetzt hier nach dem Video ja hochkommt. So. Ne, so rum. So rum. Mikrofon immer links. Ist leise. Ach so. Jetzt ist laut. Also jetzt am Handy war irgendwie komischerweise auf immer leise. Aber nachdem ich es eingestellt habe, war es okay. So, jetzt höre ich mir nochmal Wurzel allen Übels von Nemesis an. Also so schlecht ist es gar nicht.
Also so schlecht ist es gar nicht. Also für den Preis ist es gut. Also für den Preis ist es ganz okay. Es ist jetzt natürlich kein Ultra-Gaming-Headset. Also es ist halt untere Preisklasse. Ja, aber für den Preis hört sich's gut an. Jetzt rein nicht gamemäßig, jetzt Musik habe ich damit gehört. Stellenweise kommt der Gesang nicht so klar rüber, sondern eher der Bass. Bei anderen Stellen kommt der Gesang wieder mehr, aber halt der Bass ist so leicht im Hintergrund. Also ist auf jeden Fall ein Stereo-Headset. Also Preis-Leistung würde ich sagen jetzt okay. Es kostet nicht die Welt, 17 Euro und dafür ein kleines Headset ist okay, würde ich sagen. Ja, also es ist wirklich ziemlich leicht. Für Leute, die kein schweres Headset haben, für Leute, die jetzt ab und zu nochmal in einer Party spielen oder mit Party spielen oder so, da ist das vollkommen okay. Aber wenn man wirklich öfters oder dauerhaft online spielt, da würde ich dann schon zu einem größeren Headset raten, mit ein bisschen mehr Power, mit ein bisschen mehr Features, damit man das ein bisschen noch anpassen kann, vielleicht ein 5.1 oder so, dass man halt auch bei Shootern hört, links, rechts, oben, unten, wo die Gegner ankommen. Das macht sich dann schon bemerkbar. Aber wenn man nur ab und zu mal, oder wenn man mal ab und zu mal in einer Party ist, mit Leuten quatscht und gleichzeitig spielen will, hat man hier Party und Chat halt drinne. Und da ist das eigentlich ganz okay. Ja, also dafür ist es wirklich okay. So. Nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier verabschieden, wenn es euch gefallen hat. A Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.